Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Schicksalsklinge HD. Ich bin euer Chojin und wir sind in Bodorn, wo wir eine weitere Nebenquest haben, die bei dem Hauptspiel nicht bei war. Ich bin gespannt. Haus von Hemalia Ugadot hier. Lass uns nochmal kurz schauen. Wir wissen, dass die Tapfe Recken brauchen. Der Clan Berg, ansässig im Bodorn, scheint Probleme zu haben, auch wenn uns davon abgeraten wurde, dort lassen sich bestimmt ein paar Dukaten verdienen. Erfahrene Abenteuer. Im Bodorn braucht der Berg-Clan Hilfe von sehr erfahrenen Abenteuern. Wir sollten dort wieder vorbeischauen, wenn wir etwas mehr Erfahrung gesammelt haben. Das haben wir seit dem letzten Mal. Als ihr die Tür erreicht, wird sie bereits geöffnet. So, als ob man euch erwartet hätte. Ein Hühne von grobschlächtigem Gesicht gekleidet in Leder erscheint vor euch. Völlig anders als jeder Torvala, den ihr bisher gesehen habt. Stolz seine Zähne zeigend, schenkt euch der Hühne ein breites Lächeln, als er euch in das Haus hineinwinkt. Zögerlich betretet ihr das Haus und hört, wie der Hühne hinter euch die Tür verriegelt. Eine alte, überschwänglich gebieterische Stimme ertönt aus dem Inneren. Fürchtet euch nicht vor Umbark. Er ist ein guter Junge und der Stolz seines Clans. Und er weiß, wie man Orks einen guten Kampf liefert. Mit oder ohne Axt. Aber wo sind meine Manieren? Bitte kommt doch herein. Als ihr die beruhigende Stimme hört, verschwindet eure Zögerlichkeit und ihr geht in den Raum, in dem eine alte Frau auf einem Holzstuhl sitzt, welcher mit Federn, Knochen und Schnitzereien verschiedener wilder Tiere geschmückt ist. Ich bin Hemalia Ugadot hier, Berha-Clan, und der Bursche, den ihr gerade kennengelernt habt, ist Umbark, mein ältester Sohn, murmelt die alte Frau, bevor sie fortfährt. Ich hatte eine Vision. Ihr würdet mich um Rat bitten, aber vielleicht hat mir das auch ein Vögelchen gezwitschert, sagt sie, bevor sie euch ein breites Lächeln schenkt. Erstaunlicherweise sind die meisten ihrer Zähne intakt, trotz ihres hohen Alters. Mit einem Räuspern, was eure Aufmerksamkeit wieder auf sie lenkt, kommt Hemalia zu einer drängenden Angelegenheit, die Bodorn beschäftigt. Einer der Dorfbewohner wird vermisst und andere sprechen von ungewöhnlichen nächtlichen Geräuschen, einem Geist, der die Felder heimsucht oder vielleicht einem Dämon, der die Tiere verängstigt. Traurigerweise scheint der Krach aus Richtung Orkhun zu kommen, der Zuflucht unserer Ahnen, die seit Jahrhunderten dem Zerfall preisgegeben ist. Von Zeit zu Zeit besuchen wir den Ort, um unsere Ahnen zu ehren, aber mehr auch nicht und niemals ohne gut bewaffnete Eskorte. Ihr Lächeln verschwindet, als sie Chojin mit durchdringendem Blick ansieht. Leider habe ich zurzeit niemanden, den ich entbehren kann. Der Berha-Clan ging durch schwere Zeiten und aufgrund der Ork-Überfälle ist der Handel mit den Ork-Clans beinahe zum Erliegen gekommen. Auch wenn ich Söldner nicht mit klingender Münze bezahlen kann, so kann ich euch vielleicht anders entlohnen. Dies ist keine einfache Aufgabe. Und ihr solltet euch vorbereiten. Wenn ihr bereit seid, bringt euch Umbark nach Orkhun, sagt sie, bevor sie euch mit einem Wink zum Gehen auffordert. Als sie aufsteht, fügt sie noch hinzu, und natürlich wird der Berha-Clan sich erkenntlich zeigen, bevor ihr das Haus verlasst. So, können wir direkt anklopfen. Hallo? Wir sind bereit, los geht's. Umbark öffnet die Tür, noch bevor ihr die Gelegenheit anzuklopfen. Seid ihr bereit? Fragt er mit harschen, kehligen Stimme. Wir sind bereit, loszulegen. Umbart schenkt Chojin ein knappes Grinsen. Dann händigt er jeden von euch ein zusammengeknotetes Bündel aus. Proviant, der Weg ist lang und Mutter will euch versorgt wissen. So wie mich. Nun folgt mir. Gehorsam beginnt ihr Umbart zu folgen. Auf eine Reise ins Ungewisse. 6 Proviant. Gibt's Brendel. Also das ist ein Weg, den wir eigentlich noch nie eingeschlagen haben. Okay. Bodorn bleibt rasch hinter euch zurück. Was euch glauben lässt, ihr seid gerade vom Rand der Zivilisation in eine wilde und gefährliche Gegend gefallen. Die unnatürliche Ruhe eurer Umgebung würde bei gewöhnlicheren Leuten Unsicherheit und Paranoia hervorrufen. Aber glücklicherweise seid ihr entweder mutig oder dämlich. Oder einfach nur gelangweilt. Plötzlich hebt Umbark seine Hand, um Stopp zu signalisieren, und sieht sich um, als ob er etwas oder jemanden sucht. Die Hand nach vorne bewegend, sagt er mit einem befehlenden Unterton, nur Wind, blöder Wind, weiter. Du nach vorne, du nach da.
Zwei Orks, die wertlosen Plunder aus Tierknochen und frischen Tierfellen mit sich herumschleppen, nähern sich Umbak. Zunächst greift Umbak nach seiner Axt, aber ohne ersichtlichen Grund fängt er laut an zu lachen. Der größere Ork versucht Umbak zu boxen, doch dieser weicht der Faust aus und kontert mit einem kräftigen Hieb in den Magen. Der Ork hustet einige Male und gibt ein Knurren von sich. Der kleinere Ork klopft den größeren auf den Rücken und wendet sich mit einer Mischung aus Knurren, Krächzen und bekannt klingenden Worten an Umbak. Dann hält er ihm einen Weinschlauch hin. Umbak schmunzelt und antwortet auf diese Weise dieselbe Weise, nimmt einen großen Schluck aus dem Weinschlauch und händigt ihn zurück. Als wäre nichts geschehen, dreht sich Umbak zu euch um, während die Orks ihres Weges gehen. Nahema sieht Umbak an und spricht: Ich wusste nicht, dass ihr so gut Olahak sprecht. Beeindruckend. In einem spöttischen, bewundernden Tonfall fährt Nahema fort. Und natürlich, ihr habt eine gute, aber vielleicht etwas brutale Art, um Orks zum Handel mit dem Bärhack-Clan zu bewegen. Wir passen in eurem Beisein wohl besser auf. Umbak sieht Nahema an und antwortet mit einem leichten Grinsen. Stärke mit Verstand, Verstand mit Muskeln ist besser. Dann wendet er seine Aufmerksamkeit wieder der Straße zu. Vermute, dass es, dass die Sprachbegabteste, was bei mir Nahema ist, dann da agiert für den Dialog. Eine gute Rast? Nö, geh mal weiter. Als ihr euch einer heruntergekommenen Stadt nähert, schüttelt Umbak den Kopf und sagt mit einem grimmigen Lächeln: Umbak geht weiter. Kann nicht weitergehen. Heiliges Land. Umbak geht zurück. Geht nicht weiter. Was ist denn heute los? Umbak geht zurück. Kann nicht weitergehen. Heiliges Land. Und Mutter ist nicht da. Kein Mutter. Kein Orkun für Umbak. Ohne zu zögern, dreht er euch den Rücken zu und geht entschlossen davon. Ihr beobachtet Umbak, während dieser die Stadt verlässt, ohne sich auch nur umzudrehen. Ferjaria zuckt mit ihren Schultern und murmelt: Besser, wir gehen weiter. Dann nehmt ihr den Pfad, der direkt in das Zentrum dieser verfallenen Stadt führt. Ja, das ist gut. Nein, Gewaltmarsch. Komm da jetzt an. Komm da jetzt an. Ja, okay, wir machen Rast. Ist ja gut. Kräuter suchen? Nö, schlafen bitte gehen. 7 Stunden dürft ihr. Weiterreisen. Gewaltmarsch machen wir aus. Die verfallene Stadt Orkun, Zuflucht der Ahnen des Bärhack-Clans, inmitten von Niemandsland. Ohne Umbak hättet ihr den Ort niemals gefunden. Nicht, dass ihr ihn je finden wolltet. Ohne besondere Eile geht ihr über die Straßen, in schlechtem Zustand, vorbei an verwüsteten und zerfallenen Häusern, einer abgebrannten Herberge und einem alten Stall, von dem nur noch Einzelteile übrig sind. Als ihr euch der alten Taverne nähert, hört ihr Lärm aus dem Inneren. Wenigstens scheint ihr die Quelle des Lärms gefunden zu haben. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen, betretet ihr die Taverne, in der am anderen Ende eine Gruppe Vagabunden um einen Tisch herum sitzen. Trotz ihres rohen Aussehens unterhalten sie sich leise, als ob sie versuchen, diskret zu sein. Von eurer Position aus könnt ihr 6 Männer in schwarzen Mänteln sehen, sowie einen mit einem gelben Mantel, offensichtlich deren Anführer. Als einer der Banditen einige Weinschläuche anschleppt, lacht der Gelbgekleidete auf und sagt laut: Ihr Schweine! Ich wusste doch, dass ihr etwas von eurem Besuch beim Händlerwagen versteckt gehalten habt. Der andere Mann lächelt und fügt mit vorgetäuschtem traurigen Unterton hinzu: Mir tut es immer noch leid um das Mädchen, aber sie wehrte sich und heulte so viel, dass ich sie zum Schweigen bringen musste, bevor ich meine Aufgabe zu Ende bringen konnte. Sie hätte eine Gefahr für uns werden können. Die Banditen setzen ihr Mahl, Besäufnis und Lachen fort, ohne auf die Umgebung zu achten. Offensichtlich sind sie davon überzeugt, allein zu sein. Ferjaria murmelt leise: Das Gelächter des gelbgewandelten Kerls alleine reicht aus, naive Dörfler zu ängstigen, bevor sie eine aggressive Handlung einnimmt, bereit zum Angreifen. Wir sollten sie angreifen und das Überraschungsmoment ausnutzen, schlägt Ferjaria vor. Oder ein wohlgezielter Schlag an den Kopf des Gelbgekleideten sollte reichen, die anderen einzuschüchtern. Ohne, dass wir uns anstrengen müssen, erwidert Brendel. Während Rondra raunt: Warum lassen wir sie nicht in Ruhe? Sie mögen zwar Banditen sein, aber sind sie die Mühe wert? Anführer hinterrücks töten. Das finde ich gut.
Chojin. Chojin bewegt sich flink durch die Schatten der alten Taverne, ohne ein Geräusch zu verursachen. Als sie die Rückseite des Stuhls des gelbgekleideten Mannes erreicht, schickt er ihn mit einem entschlossenen Hieb an den Hinterkopf in Borons Hallen. Ja, geil, Meuchler. Die schwarze Hand. Die übrigen Banditen sehen erst sich und dann Chojin mit einem verwirrten Ausdruck an. Während die Anführer vor ihren Augen stirbt und sein Blut den Tisch rot färbt, bevor sie dazu kommen, ihre Waffen zu ziehen, tretet ihr vor und umringt die Banditen ohne Zeit zu verlieren. Mit sanfter Stimme sagt Chojin: Meine Herren, ich denke, das Abendessen ist vorbei. Die geschätzten Mitglieder des Bärhack-Clans senden euch ihre Grüße dafür, dass ihr die Leute aus Bodom belästigt habt. Lasst eure Waffen fallen und wir lassen euch gehen. Ach ja. Und vergesst uns nicht zu erzählen, wo ihr eure Beute versteckt haltet. Mit der Angst, sie würden enden wie ihr Anführer, ergeben sich die Banditen euren Forderungen. Sie verlassen die Taverne ohne Dukaten, Rüstung und Waffen, vollends von euch gedemütigt. Plötzlich lässt euch ein kalter Windhauch erschaudern und ein unheilvoller Ton lockt euch aus der Taverne in Richtung Friedhof. Ah, okay, ich wollte schon sagen, ist schon vorbei. 15 Dukaten und irgendwelche Schwerter. Wehe, da ist ein magisches Schwert bei. Die werden wohl kein magisches Schwert haben. Jo. Oh, schön. Normalerweise wäre ein Friedhof ein äußerst düsterer und langweiliger Ort, um einen Spaziergang zu machen. Aber wenn man den Zustand der Gebäude im Dorf bedenkt, ist dieser Friedhof in erstaunlich gutem Zustand. Mehrere Grabsteine sind um ein kleineres Gebäude herum verteilt, das wie der Eingang zu einer Krypta aussieht. Um das Gebäude herum schwebt eine kaum sichtbare weiße Gestalt auf unregelmäßigen Bahnen, fast so, als wäre sie von euch in ihrer Ruhe gestört worden. Die weiße Gestalt schwebt langsam Richtung Boden und erzeugt einen unnatürlichen Nebel, der euch schnell umhüllt. Es dauert ein paar Sekunden, dann konzentriert sich der Nebel vor der zerbrochenen Eingangstür der Krypta und es entsteht die Form eines humanoiden Wesens. Mit jeder Sekunde schärft sich die Form, bis man die groben Umrisse eines Torwalers erkennen kann. Ihr erinnert euch wieder an eure Aufgabe. Auch wenn ihr auch noch immer von dem spektakulären Auftritt Geistes beeindruckt seid. Nahema untersucht die humanoide Form für ein paar Sekunden und erklärt dann den anderen, nicht jeder Geist ist so gefährlich, wie uns die Geschichten glauben machen wollen. Die Geschichten werden von Eltern erfunden, um ihre Kinder mit rachsüchtigen und besitzergreifenden Geistern zu erschrecken, die nichts anderes als Böses wollen. Aber im wirklichen Leben haben viele Geister, seien sie nun rachsüchtig oder mildträchtig, ihre eigenen Aufgaben und unerledigte Sachen, die sie zurückhalten. Deshalb wollen wir nicht vorschnell urteilen. Versonnen blickt Nahema auf den Geist. Es kann aber natürlich sein, dass gerade dieser Geist unser Problem verursacht. Kommunizieren. Kommunizieren ist immer gut, aber kann ich das tauschen jetzt? Nee. Nahema winkt dem Geist zu und ruft: Wer bist du? Was tust du hier? In der Hoffnung, dass der Geist die Worte versteht. Zwei Öffnungen in der Silhouette des Geistes richten sich auf Nahema, während eine weitere Öffnung darunter auftaucht, die wohl den Mund darstellt. Ihr vernehmt einen gespensterischen Schrei und dann einen Missklang aus verschiedensten Stimmen, von einem kleinen Jungen bis zu einer alten Frau. Ist irgendwas Schlimmes bestimmt passiert. Es ist euch nicht möglich, die Worte zu identifizieren. Der Geist schwebt wieder ein Stück weit nach oben und bildet eine grobe Hand mit Fingern aus, die auf den Eingang der Krypta zeigt. Dann stößt er einen schrillen Schrei aus und löst sich langsam auf, nicht ohne den Friedhof in dichten Nebel zu hüllen. Oh, dann schauen wir mal, was in der Krypta los ist. Ja, du fühlst dich nicht wohl. Raumangst ist schiefgegangen. Schande. Plus 9. Ich habe zusätzliche Gegenstände hier. Der gibt Jezorn plus 6 und der hier gibt plus 3. Naja, nicht so schlimm. So, dann lasse ich dich wieder vor, da du doch etwas besser da drin bist. Achso, wir sollten mal speichern, ne? In der Krypta. Sagt die Zeit? Wir haben noch Zeit. Definitiv. Eingang der Krypta. Aus den Tiefen der Krypta steigt ein fauliger Geruch zu euch herauf und reizt eure Nasen. Ihr könnt leicht am zerbrochenen, rostigen Eingang erkennen, dass die Krypta schon recht alt ist.
Die inneren Wände und Gänge sehen jedoch trotz des Alters noch ganz passabel aus. Falls noch Leute in dem Dorf leben würden, könnten sie diesen Platz sicher weiterhin nutzen, um ihre Toten zu begraben. In die Wände sind Bilder von verschiedensten Tieren geschnitzt, vom einfachen Wild aus den umliegenden Wäldern bis zu albtraumhaften Kreaturen, die euch einem Schauer über den Rücken jagen. Ihr tretet einen Schritt vor und schaut euch etwas um, bevor ihr beschließt, weiterzugehen und die Krypta zu erkunden. Als ihr einen weiteren Schritt macht, hört ihr plötzlich ein leises Klick, das von den umliegenden Wänden kommt. Ferjaria schafft es noch, "Oh oh" zu sagen, bevor ihr kleine Löcher in den Wänden auftauchen und ihr mitten im Pfeilhagel steht. Alles passiert so schnell, dass ihr keine Gelegenheit habt, euch zurückzuziehen. Als der Pfeilregen schlussendlich nachlässt, schart ihr die Überlebenden um euch und kümmert euch um die Verwundeten. What the heck? Guckt euch mal hier, was wir Schaden genommen haben. Und sie hat das nicht entdeckt. Boah, das ist übel, ne? Pferden suchen 16. Die ist eigentlich sehr gut hier. Sinnesschärfe 11. Gefahrensinn hätte höher sein müssen, obwohl 8 ist auch nicht schlecht. Okay, wir haben uns eigentlich gar nicht fortbewegt. Wir sollten rasten. Okay, Ferjaria hat auch Raumangst jetzt. So. Erstmal ein paar Bären. Kommen wir jetzt wieder? Ist genügend Zeit vergangen? Nee, ist nicht genügend Zeit vergangen. Lager abbrechen. Auf in den Kampf. Gegen ein paar Skelette. Das sind ein bisschen viele, ne? Sollten wir vielleicht jetzt noch keinen Autokampf machen. Okay, du solltest auf jeden Fall einen Dämon hochbeschwören, der für uns mitkämpft. Ach komm, wir testen einfach mal. Ui, da kommen noch welche dazu. Moment, stopp. Da ist ein Untoter. Bitte alle auf den Untoten. Bitte alle auf den Untoten. Wann habe ich das letzte Mal die Waffen? Mist. Das ist da hinten der Zauberer. Warum steht die Nahema bitte an der Stelle? Sie kommt da auch gar nicht mehr weg jetzt, ne? Ist das bescheuert? Was Beknacktes. Okay. Na, zähl ich mal dahin. Und zauber mal hinter dich jemanden. Damit du ein Schutzschild hast. Toter Christian. Können wir noch nicht erreichen. Hä? Der ist gar nicht mehr da. Ah, durch die Autoattacke ist da irgendwie was schiefgegangen. Da ist gar kein Gegner. Sind die da hinten noch da?
Wasserrichtlinie. Geh mal dahin. Also sowas ist natürlich ärgerlich. Ja, dann müssen wir langsam darüber bewegen. Das große Skelett ist bestimmt auch stark. Aber wichtig ist jetzt erstmal der Untote, der muss schnell fallen. Wir können hier nicht irgendwelche blöden Krankheiten gebrauchen. Ich weiß nicht, ob wir es von Skeletten auch kriegen. Ich glaube, die haben alle. Durch die Verletzungen können wir krank werden, glaube ich, weil die Waffen alle krank machen. Okay, du hängst fest, so wie es aussieht. Nein, nicht überspringen. So, Nahema. Es wäre schön, wenn du hier schräg auf den Untoten was zauberst. Sehr gut. Besser als nix. Ist er down? Ist down. Sehr gut. Nicht ohne der Kampf, ne? Doch eine kleine Übermacht. Die Pfeile am Anfang waren nicht schön gewesen. Frage ist, ist das ein Standardkampf hier in dem Dungeon oder ist das hier schon wichtig, dass der da Christian hieß? Und ja, das erfahren wir ja gleich. So, Feyaria. Sieht ein bisschen wie Sigourney Weaver in jungen Jahren aus. Aber eine hübsche. Großes Skelett. Großes Skelett. Wir ziehen uns etwas zurück, glaube ich. Sollen die anderen doch kämpfen. Du bist mir da zu sehr gefährdet gerade. Okay, du wartest ab. In den Rücken. Schade. Komm, Odin. Werde aktiv. Ah, das sind Skelette. Skelette kriegen wir hin. Haut ihnen auf die Nuss. Sind schon wieder neue dazugekommen. Ah, stopp, stopp, stopp. Was ist denn hier los? Tod! Stirbt! What the heck? Oh, Autokampf darf man bei dem Spiel nicht machen. Ah. Ärgerlich. Wie tue ich Feyaria erreichen jetzt? Ich kann sie gar nicht auswählen, weil sie irgendwie im Nichts steht. Ging wieder voll in die Hose. Voll in die Hose. Wieso mache ich das? Weil es so viel Zeit spart. Ich kann sie gar nicht anwählen. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Sie liegt irgendwie in der Luft. Ärgerlich. Verdammte Bugs. Tja, ein cooles Spiel, aber technisch leider nicht auf der Höhe der Zeit. Kann ich jetzt auch keinen Heilzauber machen. Wir sollten schnellstmöglich die töten, deswegen gehst du mal zwei Schritte zurück und zauberst da einfach einen kleinen Zauber drauf. Bitteschön. 18, wo er nochmal so ein Fitzel hatte. Ja klar, und wenn er 30 Lebenspunkte hätte, dann hätte ich zwei Schaden gemacht. Ist klar.
will ich eigentlich gar nicht kämpfen lassen. Der geht nämlich auch direkt drauf, das weiß ich jetzt schon. Mist, 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 Mist. Wenn man Dauer-Autokampf haben will, dann muss man sich fünf Krieger reinsetzen oder so. Das hatten wir noch gar nicht. Diesen Drehtanz. Ja, Chojin. Warte doch mal einfach. Und du kannst nochmal jemanden hochbeschwören. Hoffentlich kann ich die gleich noch retten. Minus 3, das sollte gehen. Direkt ein Zauber. Wer ist dran? Brändel, ich sehe ihn gar nicht, da ist er. Das ist vielleicht ein Fehler. Ich hab mal hier die Taste, sobald da hinten Chojin runterwandert. Ja, ist fast da. Jetzt ist er angekommen. Waffe zerbrochen. Jetzt haben wir es. Wir haben gesiegt, so ist es. Aber wir sollten, bevor wir irgendwas machen, schnell zaubern. Balsam Salamunde. Balsam Salamunde. Ein Lager aufbauen. Heilkunde Wunden. Ah, echt jetzt? Nimm so einen Trank. Schmeiß das Dreck weg. So, und deine Waffe ist kaputt. Das ist sehr, sehr schade, kann ich dazu nur sagen. Das war aber eine normale Orknase. Schmeiß sie weg. Du hast eine Ersatzklinge, oder? Da. Supi. Und sie ist gewöhnlich. Nochmal kannst du nicht, ne? Okay, dann schlaft mal. 13 Stunden. Wir werden angegriffen. Krankheit. Tut weiterhin sein Werk. Es wurde mir gar nicht gesagt, dass er krank ist. Scheiße. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir stundenlang in Krankheit verbracht. Er ist krank. Was ist das denn wieder jetzt hier für ein Mist? Habe ich nie mehr bekommen. Scheiße, gegen Untote kämpfen ist immer blöd. Moment. Talente. Heilkunde Krankheit 15, das ist super. Wundfieber. Ist nur durch einen Heiler oder ein Antikrankheitselixier. Wunderkur. That's a problem.
Antikrankheitselixier. Dankeschön. Das ist ein teurer Gegenstand, 200 Dukaten oder sowas. Aber das musste jetzt sein. So, Abbruch. Ihr habt lang genug geschlafen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Break. So, ich tue meine Waffe noch reparieren, ne? Die ist bestimmt voll im Arsch. Ne, wenige Kratzer, ist gut halten. Okay, bis demnächst. Euer Chojin.